Ja, servus Leute, hier ist wieder mal euer Dirk. Willkommen zu einer neuen Tour. Ich nehme euch heute mit auf das Weißmies. Das ist ein 4000er in den Walliser Alpen. Ja, so fing alles an. So fing mein Bergurlaub dieses Jahr an. Geplant war der Weißmies, geplant war der Mont Blanc. Es hat sich alles etwas anders ergeben, als wie ich mir das vorgestellt hätte. Aber zu diesen zwei Touren etwas später noch mehr. Jetzt erstmal ganz allgemein zu diesem Thema. Klimawandel, Gletscherrückgang, Permafrost und die damit einhergehenden Probleme und Schwierigkeiten am Berg möchte ich euch hier ganz kurz vielleicht mal erörtern. Und zwar erstmal zwei Sachen vorweg. Es geht mir hier überhaupt nicht darum, den Klimawandel zu beurteilen. Ist der Mensch gemacht, Industrie gemacht, ist der naturbedingt, was weiß ich. Ich habe natürlich meine persönliche Meinung, aber weder mein Kanal und noch dieses Video sollen eine Plattform zu dererlei Diskussion darstellen. Das Zweite, ich möchte natürlich auch niemanden vorschreiben, wann er was zu tun und zu lassen hat am Berg. Selbstreflexion, Selbsteinschätzung, das müsst ihr immer selber wissen. Jeder ist für sein Handeln auch selber verantwortlich. Also das einfach mal vorneweg. Aber ihr wisst, alpine Fun, ich möchte Spaß am Berg haben und da doch mittlerweile einige meinen Kanal schauen, sehe ich mich schon in der Verantwortung, euch zumindest mal auf dieses Thema drauf hinzuweisen und dass wir das vielleicht kurz mal besprechen und auch die Probleme, die damit einhergehen, uns anschauen. Wer sich mit Permafrost oder Permaeis überhaupt noch nicht beschäftigt hat oder da auch noch keinen Zugang dazu hatte, hier vielleicht kurz ein ganz kurzes, simples ABC dazu. Und zwar haben wir im Winter immer eine Schneelage und einen Frosteinfall in unseren Gebirgen. Und im Sommer schmilzt der Schnee wieder weg, der Frost geht wieder raus. Solange wie das in einem gewissen Gleichklang funktioniert, ist das alles in Ordnung, haben wir aber in den letzten Jahren überhaupt nicht mehr. Das heißt, wir haben ein Frostdefizit. Das heißt, es schmilzt immer mehr Schnee und Eis weg, als wie im Winter dazukommt. Und damit geht das natürlich dann an die Altsubstanz, an den Permafrost, an das Permaeis ran. Dieses ist mal vor, was weiß ich, tausenden Jahren in unseren Bergen eingedrungen. Was Eis natürlich macht, es hat den Felsen gesprengt. Gleichzeitig hält das Eis aber auch die Steine wiederum zusammen. Bis dahin alles gut. Wenn wir jetzt natürlich Tauwetter haben und dieses Tauwetter so tief geht, dass es den alten Permafrost auch auftaut, dann haben wir zwischen den Felsen kein Eis mehr. Das ist also dann nur noch loses Gestein, was dann zwangsläufig einfach vom Felsen abfällt. Und so entsteht Steinschlag und Felssturz und damit entstehen für uns als Bergsteiger gefährliche und auch nicht mehr zu kalkulierende Risiken am Berg, über die man einfach mal sprechen sollte. Für meine Tour auf den Mont Blanc habe ich das zum Beispiel extra so geplant, dass ich in der Tête Rousse, also wir reden hier von der Normalroute auf den Mont Blanc, dass ich in der Tête Rousse genächtigt hätte, um dann früh in der Morgendämmerung, was weiß ich, um 5:30 das Grand Couleur zu überschreiten auf dem Weg zur Gautier-Hütte. Auf dem Rückweg hatte ich genauso noch eine zusätzliche Übernachtung in der Gautier-Hütte geplant, um nicht nachmittags nach dem Mont Blanc durch das Grand Couleur gehen zu müssen, sondern erst am nächsten Morgen wiederum in aller Herrgottsfrühe das Grand Couleur zu passieren. Warum ist das so? In der Regel haben wir nachts im Mont Blanc-Massiv doch schon noch Frost. Und dieser Frost hält das lose Gestein erstmal zusammen, bis wieder die Vormittagssonne einfällt, das Eis wieder abtaut und dann die Steine wieder runterpurzeln. Deswegen habe ich meine Route so oder meine Tour auch vom Timing her so geplant. Hörte sich recht safety an, aber mittlerweile haben wir auch im Mont Blanc Massiv nachts nur noch Temperaturen im Plusbereich gehabt. Das heißt, es gab einen massiven Steinabgang permanent und damit ein sehr hohes Risiko. Der Bürgermeister von Chamonix hat sich dadurch gezwungen gesehen, die Hütten Tête Rousse und Gautier zu sperren und damit den Zugang zur Normalroute zu blockieren, weil du nur mit dieser Hüttenbuchung auf den Mont Blanc gehen kannst, also über die Normalroute. Und damit war meine Tour mal einfach gecancelt. Ich habe dann auch eine E-Mail bekommen, dass die Tour gecancelt wurde, habe mein Geld zurückbekommen, alles gut, alles schön. Ja, ich verlinke euch da hier vielleicht nochmal kurz was dazu oder ihr sucht mal im Internet zum Thema Grand Couleur Mont Blanc. Da sind einige Videos eingestellt
Und die zeigen euch ganz eindeutig die Gefahr und die Problematik am Grand Couleur auf. Zu meiner geplanten Tour auf das Weißmies. Wie gesagt, ich habe sie zwar noch gestartet, habe auch einige Aufnahmen noch gemacht und den Zustieg zur Anseilstelle dokumentiert. Mir wurde aber am Vorabend schon in der Übernachtungshütte vom Hüttenwirt ganz eindeutig warnend darauf hingewiesen, diese Route nicht zu gehen. Bergfreunde in der Hütte hatten sich am Tag zuvor auch den Zustieg angeschaut und haben das abgebrochen. Bergführer gehen bereits seit einer Woche nicht mehr die Normaltour, weil sie einfach zu riskant ist. Und auch vom Schweizerischen Bergverein liegt eine offizielle Warnung, kein Verbot, aber zumindest eine Warnung und eine Empfehlung vor, diese Route nicht mehr zu gehen. Genauso wenig sollte die Überschreitung, die Gratüberschreitung vom Weißmies zum Laggenhorn gemacht werden. Die ist, glaube ich, direkt offiziell schon gesperrt worden, weil permanent aus dem Grat Steinabbrüche, Felsabbrüche und Steinschlag unterwegs waren. Wie ihr das hier seht. Gepaart war dann noch am Nachmittag auch der Eindruck für mich, dass gerade wieder ein Rettungshubschrauber von der Bergwacht landete und zu einem Rettungseinsatz in das Laggenjoch ausflog, also eben dieser gefährdeten Stelle. Und diese ganzen Eindrücke gesammelt haben natürlich für mich als Solo-Besteiger nur den Schluss zur Folge gelassen, die Tour zu streichen. Ja. Was ist das Fazit daraus? In Zukunft wird uns die Thematik Steinschlag-Felsabbruch immer mehr betreffen. Mittlerweile ist auch vom DAV eine offizielle Warnung für Hochtouren rausgegangen in den Medien. Und es wird auch für uns als Bergfreunde und Bergsportler sicherlich bei der Tourenplanung ein noch größeres Augenmerk verlangt werden für diese Problematik. Für die Tourenplanung. Ich werde, denke ich, in Zukunft meine Hochtouren etwas vorverlegen. Ich war immer bisher Ende August, Anfang September unterwegs. Aber wie gesagt, das ist dann die wirklich zunehmend schwierige Zeit. Ich denke, ich werde das in den Juni vorverlegen, in der Hoffnung, dass ich da noch etwas mehr Frost finde und dieses Gefahrenrisiko etwas minimiert sehe. Ansonsten, Leute, denkt an die Thematik, macht es euch kundig vorher bei den Hüttenwirten, bei den Bergvereinen und über Medien. Macht es euch da wirklich intensiv schlau und plant eure Touren da wirklich genau und geht kein zu hohes Risiko ein, weil wir wollen alle wieder gesund nach Hause kommen und wir wollen Spaß am Berg haben. Freunde, ihr wisst es, immer schön am Berg bleiben und kommt gesund nach Hause. Also, Servus.